Jo, Blome, also ich bin jetzt schon am Blauen Wunder. Achso, du bist auch gleich da. Okay, jo, ich setz mich gleich hierher und dann warte ich auf dich. Cool, bis gleich. Ach Joshua, jo, du bist ja schon da. Ja, nice. Ich hab ja schon ein bisschen verspätet. Es ist 15.30 Uhr jetzt. Ich warte schon seit einer halben Stunde rum. Einfach so, die ganze Zeit, Alter. Das ist so ein Scheiß. Was soll denn das? Ach, auf einen Freund kann man auch mal ein bisschen warten, oder? Ist doch cool. Komm, Alter, setz dich. Was ist das für ein Stress? Was? 4 Minuten? Weißt du, jetzt kommst du noch an. 5 Minuten zu spät. Weißt du, wie lange ich hier schon auf dich warte, Mann? Hunde, was war mit gestern? Was war da? Ja, mit gestern und vorgestern. Weißt du, was bist denn du für ein Freund? Doch die meisten wollen eine verkehrte, um nicht zu sagen unverfrorene Art, ihren Freund so haben, wie sie selbst nicht sein können. Was sie selber ihren Freunden gegenüber nicht leisten, das verlangen sie von ihnen. Ach, aber weißt du, du hast schon recht, ne? Ich komme doch auch oft zu spät und so. Ist schon in Ordnung. Nee, ist okay. Und über sowas müssen wir uns auch nicht streiten. Komm, setz uns einfach hin. Naja, wie läuft's bei dir in der Schule? Ja, weißt du, da wollte ich auch nochmal deswegen mit dir drüber reden, du. Bei mir läuft's gerade richtig schlecht, ne? Also gerade in Latein. Okay. Aber ich hab mir jetzt so gedacht, ne, der hatte auch neulich so eine Andeutung gemacht wegen der Klausur, dass er die halt schon hat, dass er die schon gemacht hat und ich, weißt du was? Okay. Du, ich glaub, ich weiß, was er die hat, Mann. Ja, und auf was willst du jetzt hinaus? Also. Naja. Also ich habe echt morgen ziemlich viel Stress, so, weißt du, und ja, ich kann dort nicht mehr so richtig in das Zimmer rein von dem Kunden, du. Aber, also, du bist so ein guter Freund, Mann, du kannst das auch mal für mich machen, oder? Du holst mir die Klausur, ne? Nee, Kunde, eigentlich, nee, mache ich nie sowas. Also ich mache sowas nie gerne, wirklich nicht. Was geht denn bei dir, Mann? Also ein richtig guter Freund, ja, der hilft einem auch mal in so einer Hinsicht. Das soll als unverbrüchliches Gesetz in der Freundschaft gelten, dass ihr etwas Unehrenhaftes weder erbitten noch es auf Bitten hin tut. Ach, naja, du hast schon recht, Mann. Sowas kann ich von dir eigentlich echt nicht abverlangen. Ja, das musst du echt verstehen, weil das ist echt krass so. Also, ich würde echt viel für dich tun, aber es ist halt. Die Aktion war wirklich ein bisschen zu, zu kritisch, würde ich meinen. Ja. Was machst du heute Abend? Heute Abend ist so eine Feier von einem bestimmten Sebastian. Kennst du den? Der ist so Sebastian? Neu auf der Schule, jo. Ich finde den eigentlich ganz cool so. Echt? Ja. Nee, also Sebastian ist doch total bescheuert. Also in der letzten Woche habe ich so ein bisschen mit dem gechillt und so. Und mit dem kann man auch gut reden und so. Hey, nein, auf keinen, Mann. Mit dem kann man überhaupt nicht gut reden, weißt du? So die ganze Zeit nur mit da und Schule und Stress und so. Überleg dir da echt mal, hey Sebastian, eigentlich ist er schon. Nee, oder? Ah, okay. Wir gehen dort nicht hin, Alter. Wir gehen dort nicht hin. Ja, okay. Hast schon irgendwie recht. Jo. Sagt der eine ja, so sagt auch der andere ja. Sagt er nein, so sagt auch der andere nein. Kurzum, er hat es sich also zum Gesetz gemacht, immer allem zuzustimmen. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass es in der Freundschaft kein schlimmeres Gift gibt als Kriecherei, Schmeicheln und Liebdienerei.
Jo, Digga, wie läuft's mit deiner Freundin eigentlich so? Ja, ist irgendwie richtig komisch, so. Als wäre einfach eine unsichtbare Wand die ganze Zeit zwischen uns. Wir können gar nicht mehr richtig miteinander reden und so. Es ist alles gar nicht mehr so offen, wie das mal war. Wieso? Weißt du irgendwas? Also. Nee, nee. Alles gut, alles gut. Okay. Ich wollte nur mal nachfragen. Ja. Unangenehm ist die Wahrheit. Zumal, wenn aus ihr Hass entsteht. Doch Nachgiebigkeit ist noch unangenehmer, weil sie durch Nachsicht den Freund in sein Unglück rennen lässt. Ich muss dir mal was erzählen. Und zwar, es geht. Ich war gestern bei dieser Feier von Sebastian, ne? Und ich hab da so einen Typ gesehen, so mit einem ganz komischen weißen Laken rum, so. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und der hat halt so mit deiner Freundin so ein bisschen rumgemacht und so. Ja, aber komm, Digga. Ich wollte dich ein bisschen aufpeppen so. Ich hab eine neue Musik so rausgesucht bei Soundcloud und so. Das musst du dir mal geben, Digga. Ich hab mir das irgendwie schon gedacht, weißt du. Ja, hier, lass mal. Im nächsten Mal kannst du sowas echt direkt sagen. Ja. Dann zeig mal. I've been watching you. Was ist denn das für eine Mucke, Mann? Komm, gib mal her, ich zeig dir mal eine richtige Musik, weißt du? Was hörst du für Scheiß, Kunde? Ist der Charakter verschieden, sind es folgerichtig auch die Interessen. Und diese fehlende Übereinstimmung führt zum Ende der Freundschaft. Aber genau das macht unsere Freundschaft aus. The secret admirer. I've been watching you.